Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider hier in diese alte. Mein Gott, die sind uralt. Was Untergrundanlage. Wow. Okay. Das sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas. Aber da ist was. Noch ein bisschen Erz. Sollten wir mitnehmen. Und jetzt wieder hoch. Okay, also mehr war da wirklich nicht. Dann runter. Ich hoffe, da kommen wir wieder gescheit nach oben dann. Wie sieht das denn hier aus? Da glitzert was. Und hier? Boah, das ist definitiv ein Wasser, wo ich nicht gerne reingehen würde. Was haben wir hier? Ich habe immer das Gefühl, dass da einen irgendwas von unten packt. Okay. Können wir verlaschen? Sieht entflammbar aus. Ja. Dann machen wir nochmal einen Molotow-Cocktail daraus. Sieht nicht sehr stabil aus, das Ganze, aber muss reichen. Oh Gott, was ist das hier für eine Anlage? Das ist doch... Wie sollen wir denn diesen Sprung schaffen? Ach, egal. YOLO! Oh. Lara. Nein. Was für ein Einstieg. Oh Mann. Sportstudentin Lara regelt. Okay, wir haben jetzt da einen Weg. Schau erstmal hier nach oben. Wie kommen wir da durch? Können wir da irgendwie wieder einen Wagen hinstellen oder sowas? Kommen wir auch mal wieder runter? Hä? Anscheinend kommen wir da jetzt gerade nicht durch. Ah. So, dann schauen wir mal hier nach unten. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. So. Immer tiefer runter. Puh.
Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Hm, die Insignien kenne ich nicht. Was ist hier noch drauf? Geheimes? Mal schauen. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ja, ja. Okay, wir müssen schauen, dass wir hier irgendwie... Wow, wow, wow. Nein. Oh nein. Okay, wir müssen... Wie können wir das Wasser da abstellen? Ist hier irgendwie... hier eine Möglichkeit, das Wasser irgendwie abzustellen? Dran springen? Okay. Schlechte Idee. Ich muss ihn an dem Wasser vorbeikriegen. Ah, ich habe eine Idee. Und springen. Wow. Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Das wäre schon quasi so ein Rätsel, um zum Rätsel hinzukommen. Aber jetzt sitzt sie erst richtig los. Wow. Was ist mal hier vorne? Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Okay. Provisorische Waffen. Was ist das hier? Hat Gas? Hier haben wir noch ein Lager und einen Fähigkeitspunkt. Stimmt, den haben wir auch noch. Aber es war weniger Schaden nehmen. Ist nie verkehrt. Da sind wir direkt ins Feuer gelaufen. Okay. Ist ja gerade ein Wagen abgestürzt, okay. Wir müssen da das Wasser irgendwie stoppen. Nee, wir können da nichts aufnehmen von. Okay. Hier haben wir noch was. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Da geht's erstmal nach oben.
das Rätsel sieht. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Eigentlich kann man hier doch einfach durchs Fenster gehen. Aber okay. Ich spring da mal dran. Was zum... Verdammt, ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ah, na toll. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen mal noch höher. Ja, da muss schon gut was Wertvolles drin sein, wenn wir uns diese Mühen hier antun. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Da drüben, glaube ich. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ich weiß doch, Lara. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Oh, bald haben wir Russisch 3. Sehr nice. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, sehr gut. Kann man das hier überhaupt ziehen? Oder müssen wir das vielleicht von da vorne ziehen? Es kann sein, dass wir es von vorne ziehen müssen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber wie? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, Lara, das ist gut, dass du das jedes Mal sagst, wenn ich diese Sache aktiviere. Aber das macht's auch nicht leichter. Okay. Okay, wenn wir jetzt hier dran springen. Ist jetzt ganz oben. Und jetzt? Aber was bringt uns das? Puh. Weiter von hier aus dran. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber wie? Moment, was ist denn da unten das? Da geht's dann rein, oder? Wie kommen wir an dieses andere Teil da dran? Eigentlich müssen wir irgendwie von da oben was machen, anders macht das keinen Sinn. Ja, gut. Was können wir denn hier irgendwas machen?
Boah, da wären wir doch eigentlich sogar schon fast dran. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Die Frage ist echt, wie? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Sie kommen eigentlich hier nicht einfach durch. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. So, das Schwierige ist, also hier kommen wir nicht rein. Wir müssen... Es gibt doch nur zwei Stellen hier. Das ist einmal da ran springen. Aber was, das bringt uns ja nichts im Endeffekt. Hier kommen wir auch nicht näher ran. Ich komme hier sowieso an das da oben ran. Das ist echt schwierig gerade. Das Wasser muss sich irgendwie stoppen lassen. Das ist echt schwierig. Ich habe da gerade ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen, wie wir das Wasser da stoppen können. Wie kriege ich da oben nochmal eine Lore raus? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Wie? War das da irgendwie... Ah! Okay. Ich habe jetzt habe ich es verstanden. Moment. Ist der jetzt einfach da runtergefallen? Okay, nochmal. Kann man jetzt von da oben den... Ah, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's jetzt. Jetzt macht auch dieser Faden hier oben Sinn. Yes. Und jetzt haben wir es nämlich, glaube ich. Geschafft. Jetzt ein Feuerchen. Yes. Das
war jetzt aber ernsthaft schon ein verhältnismäßig schwieriges Rätsel, ganz klar. Also leicht war das jetzt schon nicht. Hier haben wir nichts, da auch nicht. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Wow. Aber jetzt ist der Schatz erstmal dran. Erst die kleineren Sachen. Dann das Große. Da haben sie das Ding herausgezerrt. Wow. Ich habe es geschafft. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Fallen leuchten in der Nähe. Nett. Auf jeden Fall praktisch. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Profiten zu tun gehabt haben. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Okay. Meine Güte, das war aber schon definitiv ein Rätsel, wo ich sage, okay, da war ich jetzt an manchen Stellen doch schon ein bisschen überlegen, definitiv. Schauen wir mal, jetzt rauskommen. Hier oben bei der ersten Stelle mit dem Wagen, alles klar. Sehr gut. Jetzt können wir endlich diese eklige Stelle hier verlassen. So. Sehr gut. Na, noch sind wir nicht ganz raus. Aber da haben wir auch jetzt wieder ganz gut was geschafft hier. Und dann würde ich sagen, machen wir, nachdem wir dieses Grab hier, das Zeichen, gelöst haben, mache ich dann hier auch erstmal eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge Tomb Raider wieder. Also dann, ciao, ciao.